meinen schönen Sachen. Das dürfen nur die artigen Kinder. Diese habe ich alle gern. Deshalb habe ich auch noch einen Sack voll süßer Pfeffernüsse und Pflastersteine mitgebracht. Feinste Qualität, wo jedes Kind mal tüchtig reinpassen darf, wenn es ein kleines Gebet oder ein sinniges Verslein mir hersagen kann. Wer aber nicht gelernt hat und unartig war, dem singe ich jetzt einen anderen Vers vor. Hör zu! In der anderen Tasche steckt eine Hut, der geht ja immer unnütz gut. Der dich mit Schwesterchen nicht verdreckt, dich weiß und hat, dich neckt und schlägt. Wer dich hört, wenn Papa und Mama was sagen, wer nicht kann seine Gedichtchen auflagen, der schreit und Brüderchen auf den.